In diesem Video gehe ich auf eine Frage ein, die viele Single-Männer beschäftigt und die ziemlich wichtig ist. Es ist sehr wichtig, dir diese Frage zu stellen, denn die kann, wenn du eine richtige Antwort auf diese Frage findest, dann kannst du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die richtige Partnerin in dein Leben ziehen. Und zwar geht es darum, warum du eigentlich keine Dates hast. Warum du nicht regelmäßig neue Frauen triffst, mit denen du eine schöne Zeit hast, die gut zu dir passen. Und warum du einfach vielleicht im letzten Jahr nur 3, 4 neue Dates hattest. Und wenn das bei dir der Fall ist und du kaum Dates hast mit Frauen, dann musst du das definitiv ändern. Mein Name ist Kumar Yamshidi und ich helfe Single-Männern bei der Partnersuche. Ich helfe ihnen dabei, die richtige zu finden. Und da sind mir einige Denkfehler aufgefallen, die viele Männer haben. Die meisten Single-Männer müssten, wenn sie sich auf die Partnersuche begeben wollen, im ersten Schritt dafür sorgen, dass sie relativ schnell Dates haben mit neuen Frauen. Das ist der erste und wichtige Schritt und da scheitern schon die meisten. Und warum scheitern die meisten daran? Hat viele Gründe. Zum einen ist es so, dass du wahrscheinlich jetzt, wenn du dieses Video schaust, Ende 20 bist, in deinen 30ern, vielleicht sogar in deinen 40ern und du einen Job hast, der vielleicht relativ einspannend ist. Oder einen Job hast, der vielleicht technischer Natur ist und du halt einfach nicht so viel Kontakt über beispielsweise deine Arbeitsstelle zu Frauen hast. Das heißt, du lernst kaum Frauen kennen. In deinem Freundeskreis sind wahrscheinlich auch alle Frauen, die dir gefallen, schon vergeben. Und du bist jetzt auch kein Typ, der irgendwie jedes Wochenende auf eine Party geht und da versucht, irgendwie irgendwelche Frauen aufzureißen. Du bist vielleicht auch ein bisschen schüchterner. Hast mal Online-Dating probiert und es hat auch nicht so ganz für dich geklappt. Und du stehst jetzt einfach vor der Situation, dass du einfach keinen Kontakt zu Frauen hast und es dir fast schon für dich unmöglich ist, neue Frauen in dein Leben zu ziehen. Und was du dann vielleicht machst, ist, dass du dir YouTube-Videos wie diese anschaust und auch noch viele andere YouTube-Videos wahrscheinlich gesehen hast zu diesem Thema, zu der Partnersuche und du hier irgendwelche Tipps bekommst in der Hinsicht, so wie du besser flirten kannst, was der eine Spruch ist, den du sagen kannst, um eine Frau anzusprechen oder worauf es ankommt in deinem Mindset, in der Art, wie du denken musst, um eine Partnerin in dein Leben zu ziehen. Also Sachen. Es hat auch alles irgendwo seine Relevanz. Aber die erste und allerwichtigste Frage ist, wie zur Hölle bekomme ich Dates? Und da sind diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, die du dir vielleicht in irgendwelchen Videos anschaust, vollkommen irrelevant. Du musst nicht gut flirten können, du musst auch nicht irgendwie die Art und Weise, wie du denkst, komplett verändern, um Dates zu bekommen. Du brauchst einfach nur ein System, einen Weg, der dir einfach Dates beschaffst. Und das möchte ich hier mit dir in diesem Video besprechen. Die Gründe, die ich gerade vorhin so genannt habe, die vielleicht auch deine Situation beschreiben, sind unter anderem Ursache dafür, dass du nicht so viele Dates hast. Aber am Ende des Tages ist alles, was ich da gerade genannt habe, auch Dinge, die man überwinden kann. Das sind alles Probleme, die man überwinden kann, wenn du einen einspannenden Job hast, wenn du kaum Kontakt zu Frauen hast. Das sind alles nur, wenn man es mal wirklich ehrlich betrachtet, Ausreden. Und man kann dann auch wunderbar Dates mit neuen Frauen haben. Und das mache ich auch mit meinen Coaching-Teilnehmern. Diese Männer sind auch in der Lage, obwohl sie kaum Zeit haben und kaum Gelegenheiten in ihrem sozialen Kreis Frauen kennenzulernen, sind sie in der Lage, Dates zu bekommen. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich. Die echten Gründe, warum du keine Dates hast, sind einfach die folgenden. Erstens, du bist nicht bereit, eine gewisse Extrameile zu gehen oder ein gewisses Risiko einzugehen, um überhaupt sichtbar für Frauen zu werden. Es kann ja sein, dass dein Job einspannend ist. Es kann sein, dass du gewisse noch Hobbys parallel pflegst und dass du das alles machst. Aber du musst auf jeden Fall in der Lage sein und bereit sein, den ersten Schritt zu machen, um mal vielleicht auf ein Single-Event zu gehen oder mal wirklich Online-Dating probieren und versuchen, es auch in der Hinsicht durchzuziehen, dass du auch Ergebnisse bekommst, also Online-Dating richtig machen. Oder wenn du mal eine Frau siehst, die dir gefällt im Alltag, auch mal auf sie zugehen zu können. Das heißt, du musst irgendwie einen Weg finden, um Kontakt mit Frauen zu haben. Und da fängt es bei den meisten Männern schon an. Die meisten Männer sind nicht bereit, dieses kleine gewisse Risiko, diese kleine Extrameile wirklich zu gehen und aktiv auf die Partnersuche zu gehen. Und da geht es auch mal darum, dass man sich überwinden kann. Da geht es auch mal darum, dass man auch, wenn einem Online-Dating nicht so ganz geheuer ist am Anfang, dass man es mal probiert, dass man auf mal gewisse Veranstaltungen geht, dass man auf gewisse Hobbys oder Aktivitäten wählt, wo vielleicht auch mal Frauen sind. Du musst bereit sein, diesen Schritt zu machen. Und wenn du das dann gemacht hast, kommt der nächste Punkt, der dir helfen wird, Dates zu bekommen. Und es ist auch der nächste Stolperstein, der verhindert, dass Männer Dates bekommen. Dieser Stolperstein sorgt dafür, dass du halt nicht neue Frauen kennenlernst. Und zwar, dir fehlt ein System, wie du, nachdem du sichtbar wirst für Frauen und Frauen, Single-Frauen, die überhaupt potenziell dich bemerken, wie du es schaffen kannst, dass daraus auch Dates werden. Ich nenne es in meinem Coaching
eine Date-Maschine. Du brauchst ein System, einen Weg, der dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder Dates mit Frauen bringen kann, die zu dir passen. Und das ist ein System, das du lernen musst. Und es ist jetzt so, die Partnersuche ist ja was eigentlich eher locker entspannt sein sollte. Und System könnte sich irgendwie anhören, als würde man es irgendwie in irgendeiner Form versuchen zu erzwingen, als würde man das Ganze irgendwie zu rational angehen. Und ich bin definitiv der Meinung, dass wenn man ein Date mit einer Frau hat, dass es viel darum geht, dass man auch lernt, nicht so verkopft zu sein, nicht unbedingt versuchen, systematisch daran zu gehen, sondern diese Person kennenlernen will. Da sollte man es locker und entspannt angehen lassen. Aber wenn es um den Punkt geht, dass du überhaupt erst Dates mit Frauen hast, da darfst du es nicht dem Zufall überlassen. Da darfst du es nicht irgendwie halt nur halbherzig angehen, sondern du brauchst ein exaktes System, das dich auf jeden Fall zu dem Punkt bringt, dass du Frauen kennenlernst und dass du Dates hast. Und so ein System ist zum Beispiel Online-Dating. Und zwar Online-Dating, wenn du es richtig machst. Wenn du zum Beispiel dir eine Dating-App runterlädst und dann dafür sorgst, dass deine Bilder richtig gut aussehen, dafür sorgst, dass deine Profilbeschreibung ansprechend für Frauen ist. Und wenn du noch weißt, wie du mit Frauen chatten musst, damit du Dates bekommst, das sind alles Schritte, die du lernen kannst, dann wirst du immer wieder Dates bekommen. Und das Ding ist, die Grundprinzipien, die dafür sorgen, dass deine Bilder gut sind, dass dein Profil ansprechend für Frauen sind, sind immer die gleichen. Das heißt, du musst gewisse Gedanken und gewisse Dinge verinnerlichen, um aus deinem Online-Dating-Profil so ein Date am Fließband-Maschine zu machen. Wenn du einmal den Schlüssel in das Herz von Frauen geknackt hast, den du halt für das Online-Dating, den du dann fürs Online-Dating nutzt, dann wird die Online-Dating immer wieder neue Dates bekommen. Denn die Bilder, die Frauen auf diesen Plattformen anziehen, die ziehen die Frauen aus einem gewissen Grund an. Es gibt einfach gewisse Merkmale, die für einen Mann attraktiv sind, die man auf Bildern darstellen kann. Und wenn du diese attraktiven Merkmale weißt, wenn du weißt, wie diese Bilder auszusehen haben, dann werden die allermeisten Frauen das attraktiv finden. Es gibt eine gewisse Art und Weise, wie du dafür sorgen kannst, deine Profilbeschreibung zu optimieren, dass du immer wieder Frauen anziehst, die auch von ihren Interessen und von ihrem Charakter gut zu dir passen. Und das folgt auch nach einem System. Das ist wie so ein Schloss, das du knacken musst. Es gibt verschiedene Schlüssel, die du wählen kannst. Und wenn du mal den richtigen Schlüssel gefunden hast, dann wird er immer wieder funktionieren. Und das heißt, du wirst immer wieder Matches mit Frauen bekommen, die zu dir passen. Und wenn du dann noch lernst, wie du mit diesen Frauen richtig schreiben kannst, dann wirst du immer wieder Dates bekommen mit Frauen, die zu dir passen. Das ist ein System und dieses System wird dir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bringen, dass du Dates bekommst. Anderes Beispiel, wenn du die richtigen Aktivitäten oder die richtigen Hobbys wählst und weißt, wie du dich auf einem gewissen Treffen mit in der Gruppe mit verschiedenen Frauen zu verhalten hast, dann wird dir die Kombination aus der Tatsache, dass du ein cooles Hobby gewählt hast, wo viele Frauen sind, plus der richtigen Verhaltensweise auch dir diesen Schlüssel bringen, um das Schloss zu knacken und immer wieder Dates zu bekommen. Wenn du lernen willst, auf eine Frau im Alltag zuzugehen, das ist auch, obwohl du hier lernst, spontan eine Frau anzusprechen und mal hier versuchen, mit ihr ein Gespräch aufzubauen, ist es auch eine Sache, die systematisch erfolgt. Wenn du weißt, wie du dich immer wieder überwinden kannst, auf eine Frau zuzugehen, ohne dass es dich jetzt vor eine große Herausforderung stellt und du ganz entspannt auf eine Frau zugehen kannst, auch dafür gibt es Wege. Wenn du weißt, wie du ein Gespräch so gestalten kannst, dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Nummer von dieser Frau bekommst und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du dann mit ihr schreibst, auf ein Date mit ihr kommst, dann hast du auch, wenn du mal irgendwie alle paar Tage mal auf dem Weg zur Arbeit und in der Mittagspause mal eine Frau ansprichst oder zwei, die dir gefallen und die du siehst, dann wirst du nach ein, zwei Wochen Handynummern bekommen und nach ein, zwei weiteren Wochen wirst du dann Dates mit diesen Frauen bekommen. Auch das, da gibt es auch eine gewisse Systematik und gewisse Wahrscheinlichkeiten, die dann eintreten werden, dass du immer wieder regelmäßig Dates bekommst. So musst du an diese ganze Sache, rangehen. Wenn du also im ersten Schritt die Tatsache, dass du vielleicht einen einspannenden Job hast und die Tatsache, dass du kaum Single-Frauen in deinem Umfeld hast, wenn du das als Ausrede nutzt, warum du keine Dates hast, dann kommst du nicht weiter. Du musst in Kontakt treten mit Frauen. Du brauchst irgendeinen Weg, du musst irgendwas aktiv machen, eine gewisse Extrameile gehen, um da Frauen kennenzulernen. Und wenn du, nachdem du diesen Weg gewählt hast, um in Kontakt zu treten, wenn du dann nicht in der Lage bist, das Ganze gut zu machen, dass du systematisch dann die ganze Sache rangehst und immer wieder die gleichen guten Ergebnisse bekommst, und mit Ergebnissen meine ich, dass du Frauen triffst und Dates mit Frauen hast, wenn du das nicht kannst, dann wirst du keine Dates bekommen. Wenn du diese ganzen Sachen aber verinnerlichst, die ich dir gerade erklärt habe, dann wirst du Dates bekommen. So einfach ist das. Und du kannst auch als Mann, der schüchtern ist, der nicht so gut im Umgang mit Frauen ist, der kaum Single-Frauen in seinem Umfeld hat, immer noch, wenn du es willst, eine neue Frau, eine tolle Frau pro Woche kennenlernen.
Es ist vollkommen möglich. Du kannst auch mehrere Dates pro Woche haben, wenn du es wirklich darauf anlegst. Es ist halt die Frage, wie viel Zeit du mitbringst, ob du überhaupt jeden zweiten Abend irgendwie ein Date mit einer neuen Frau haben willst. Muss man jetzt nicht mögen, aber das Ding ist, es wäre rein theoretisch möglich. Und es wäre auch für jeden Mann möglich, der sich nur die Mühe macht, es zu lernen. Ich hatte schon so viele Männer in meinem Coaching-Programm, die kaum Zeit hatten, die nicht so viel Selbstvertrauen hatten, die schüchtern waren, die vielleicht auch von sich selbst nicht behaupten würden, dass sie besonders gut aussehen. Aber jeder dieser Männer hat es geschafft, mit so einer Date-Maschine, mit so einem System, Frauen kennenzulernen. Und wenn dich das anspricht, wenn du das lernen möchtest, dann klick mal auf den Link unter diesem Video und bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem Beratungsgespräch kann ich mir mal 90 Minuten für dich Zeit nehmen und dir für deine individuelle Situation erklären, wie du so ein System für dich auch in dein Leben integrieren kannst. Wie du diese Date-Maschine, sodass du Dates am Fließband bekommst, auch für dich umsetzen kannst. Denn für jeden Mann ist es ein Ticken anders, je nachdem, wo du lebst, wie alt du bist, wie schüchtern du bist. Also Sachen, es macht einen gewissen Unterschied, welchen Weg du dann wählst. Aber ich kann dir ganz genau erklären, was du machen musst und wie du dafür sorgen kannst, dass du diesen Weg auch gut machst, dein System aufsetzen kannst, damit du immer wieder Dates bekommst und dann die Richtige kennenlernen kannst. Wenn das in deinem Interesse ist, dann klick mal auf den Link und bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch.